Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video gibt es mal was ganz Besonderes und zwar entführe ich euch auf eine Duftreise an 5 unterschiedliche Orte mit diesen 5 Unisex-Düften von Les Destinations. Auf den Düften drauf sind Koordinaten und das sind die Orte, von denen diese Düfte quasi inspiriert sind. Die entführen uns zum einen nach Grasse, zu diesen Blumenduftfeldern, dann nach Montreux in die Alpenlandschaft, in den Oman und es wird wahrscheinlich so ein bisschen würziger. Dann ist noch Kuba mit dabei und auch Costa Rica. Ich bin so gespannt, wie die Duftkompositionen mir gefallen. Es handelt sich hierbei um Unisex-Düfte, das heißt, jeder kann sie tragen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie mein erster Eindruck ist. Ich werde euch alles so gut wie möglich beschreiben. Ich habe die Düfte noch nicht geöffnet. Ich wollte das unbedingt mit euch zusammen machen. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir auf eine Parfumreise in unterschiedliche Länder zu begeben, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. So ihr Lieben, dann fangen wir doch direkt mal mit dem ersten Duft an. Der nennt sich Montreux. Hier vorne drauf seht ihr die Koordinaten, hier hinten drauf seht ihr auch den Ort. Diese Düfte sind Eau de Parfums. Hier sind 50 Milliliter enthalten. Sie kosten jeweils 121 Euro und ihr bekommt sie in ausgewählten Parfümerien. Ich verlinke euch mal die Düfte bei der Parfümerie Piper unten in der Infobox. Das ist keine bezahlte Werbung hier, aber ich verlinke sie euch eben. Das sind Affiliate-Links. Okay, ihr Süßen, dann würde ich sagen, wir schnacken gar nicht so lange. Ich starte mal mit dem ersten Duft und ich lese euch erstmal vor, wie so die Landschaft beschrieben ist und wie der Duft ungefähr riechen soll. Die Duftnoten lasse ich nochmal außen vor, denn ich habe hier wirklich eine detaillierte Beschreibung dazu bekommen und versuche die erstmal selber zu erschnuppern. Und hinterher blende ich die euch natürlich auch ein. Ich habe die Düfte hier alle hinter mir liegen. Ihr seht das ja, die kommen in diesen wunderschönen Säcken. Das sieht wirklich sehr toll aus. Auch so urlaubsmäßig. Ich finde es total genial, weil jeder hat ja jetzt Lust, auch mal wieder wegzufahren. Und falls es bei euch noch ein bisschen länger hindauert, könnt ihr euch jetzt hier mit diesen Düften vielleicht an einen anderen Ort beamen. Denn ich finde, Düfte verknüpft man ja ganz viel mit Emotionen und Urlaub und gerade deswegen kaufe ich mir zum Beispiel auch immer für einen Urlaub einen neuen Duft. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob ich hier einen finde, den ich demnächst auch mal mitnehmen werde. Wir werden es sehen. So, hier steht zum Beispiel drauf, kristallklar, rein und lebendig. Bei diesem Duft trifft eine luftig frische Brise auf mineralische, klare Welten. Ein Spiegelbild aus den Kontrasten der Alpenlandschaft. Klares Wasser der Bergseen, sanfte Hügel mit kraftvollen Kräuterwiesen und kühle Gletscherlandschaften. Ein abwechslungsreiches Naturschauspiel in einer dynamisch belebenden Duftkulisse. Ich finde, das hört sich mega spannend an. Und ich mache den jetzt mal auf und zeige euch, wie der hier drin kommt. Oh, das sieht aber super elegant aus. Ich meine, die sind alle so vom Design. Das werden wir ja gleich sehen. Und es kommt auf jeden Fall sehr, sehr schön verpackt. Und hier drin ist auch nochmal eine Beschreibung. Das werde ich mir direkt auch mal anschauen. Ah, hier wird auch noch was über die anderen Düfte geschrieben, nämlich Kuba, Oman, Costa Rica, Grasse und Montreux. Dass man auch sieht, diese 5 gehören quasi zusammen. Das sind die Destinationen, die es als Auswahl gibt. Und wir starten jetzt einfach mal mit Montreux. Sehr schöne Kappe. Auf der Kappe drauf seht ihr die Himmelsrichtung. Die Kappe ist sehr stark da drauf, also es lässt sich nicht geräuschfrei öffnen. Ich habe mir schon einen Duftstreifen vorbereitet. Ich sprühe es erstmal auf den Streifen. Wenn es mir gefällt, sprühe ich auch einen auf die Haut. Aber da wir hier 5 Düfte haben, werde ich es erstmal so machen. Das ist genauso, wie es geschrieben ist. Also sehr frisch und klar. Oh, das ist aber schön. Das ist sowas, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Ich mag sehr gerne frische, spritzige, klare Düfte und das ist so einer. Also ich bekomme als erstes was Zitrisches, aber nicht unbedingt Zitrone, sondern so eine Mischung aus Zitrone und Orange. Und dann kommen direkt ein paar Kräuter mit dazu. Das ist super interessant. Vor allen Dingen ist es nicht so langweilig, dass es einfach nur ein zitrischer Duft ist, sondern man nimmt als allererstes schon so eine gewisse Spritzigkeit wahr, aber es folgen direkt Kräuter und es ist sehr, sehr angenehm. Also das ist auch ganz klar Unisex. Ich werde euch auch sagen, wenn ich finde, dass ein Duft mehr ins Weibliche oder mehr ins Männliche tendiert. Aber es könnte ja auch sein, dass alle Düfte wirklich richtig Unisex sind. Den kann ich mir wirklich sowohl einem Mann als auch einer Frau vorstellen. Ganz, ganz toll. Auch leicht was Süßliches. Also der ist nicht ganz herb oder so, wie man jetzt denken könnte vielleicht. Ich lese euch mal vor, was hier drin ist. Hier ist ein Wasserlilienakkord drin. Das ist interessant. Wasserlilie, aha.
Birne und rote Früchte. Allerdings nicht süß, auch wenn das die Kopfnote ist. Da kommt was Fruchtiges, aber das kommt nicht so süß. Das ist ganz toll miteinander umwoben. In der Herznote ist dann Magnolie, Pfingstrose und Rose. Und in der Basis ist Moschus, Amber und Zedernholz. Also das ist wirklich richtig, richtig klasse. Und ich merke jetzt immer mehr die floralen Noten, ohne dass es zu weiblich ist. Also ich glaube schon, dass diesen Duft auch ein Mann tragen könnte. Aber man riecht schon fruchtig, floral raus, ohne Süße. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also ohne dieses pappig-Süße, was man ansonsten von so fruchtigen Düften kennt, ist der eher neutraler gehalten. So, dass man das schon rausriecht, aber es so gemacht ist, dass es wirklich beide tragen können. Finde ich sehr, sehr spannend. Den werde ich gleich am Ende auch natürlich nochmal riechen. Gefällt mir erstmal richtig gut. Die könnt ihr euch natürlich auch dann super wieder aufstellen. Kann man auch toll in der Kommode zum Beispiel stehen haben oder wo ihr eure Düfte platziert. Und dann habt ihr den auch in der Verpackung. Dann wird er nicht so schnell schlecht. Und man sieht auch hier diese Koordinaten und hier hinten auch nochmal die Umgebung drauf, wo das genau ist. Und dann könnt ihr das auch ganz toll lagern. Ne? Wenn ich jetzt nochmal dran rieche, habe ich überhaupt nichts Zitrisches. Das ist tatsächlich eher fruchtig. Das war wahrscheinlich wirklich nur so mein ganz erster initialer Eindruck. Da ist überhaupt nichts zitrisch dran. Das ist wirklich fruchtig. Die Birne kann ich nicht direkt rausriechen, aber so ein paar rote Früchte und vor allen Dingen Rose und so ein paar florale Noten. Es gefällt mir sehr, sehr gut, dieser Montreux. Ich hätte mir unter diesem Namen und unter der Beschreibung einen etwas anderen Duft vorgestellt. Ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht, dass er nicht so herb ist. Aber wir machen mal weiter mit Grasse. Da muss uns ja jetzt eigentlich ein Blumenmeer erwarten. Bin ich gespannt. Und ich lese euch auch hier erstmal vor, wie er beschrieben ist. Zart und zerbrechlich in ihrer Form, kraftvoll und charakterstark, in ihren Duftmolekülen verströmen sie eine samtig weiche und süßlich elegante Aura entlang der mediterranen Szenerie. Die Luft ist angereichert mit all den Facetten der Orangenblüte und verzaubert und entführt in sonnendurchflutete Landschaften. Ein Duft wie ein Spaziergang durch die wunderbaren Blumenfelder von Grasse, der pure Eleganz und Verführung zum Ausdruck bringt und lebendige Frische, betörende Blütenaromen und samtige Hölzer vereint. Also das hört sich sehr, sehr interessant an. Dieser Flakon ist in Gelb gehalten. Hier hinten seht ihr die Koordinaten und den Ort. Und auch hier ist in dem Flakon ein gelber Streifen zu sehen. Seht ihr auch mal den Unterschied von den beiden Parfums. Ansonsten steht der Name nicht drauf, sondern wirklich nur die Koordinaten. Aber ich denke mal, das merkt man sich dann. Steht es unten drauf? Ne, da steht es auch nicht drauf. Also es sind wirklich nur die Koordinaten abgebildet. Aber man soll ihn wahrscheinlich auch hier drin lagern. Und dann sieht man das ja, was das für ein Duft war. So, ich schreibe mir Grasse auf meinen Zettel drauf und werde einfach mal loslegen. Oh, das ist toll. Oh ja. Das ist richtig Blüten. Ich würde sagen Orangenblüte. Riecht man ganz klar. Ich meine, das war auch in der Beschreibung drin. Aber ich habe jetzt eine Orangenblüte, die gerade am Blühen ist. Von daher weiß ich, wie das riecht. Ich hatte mich früher immer gefragt, wie riecht das denn? Aber das riecht so extrem in der Natur. Wow, aber das ist super angenehm, weil es eben nicht nur danach riecht. Oh, das ist richtig gut. Das ist cremig, das ist soft, blütig, wie so ein weicher Schleier. Ganz, ganz toll. Für meinen Geschmack ist der Duft auf jeden Fall eher weiblich, weil er sehr, sehr floral ist. Super interessant. Super interessant, aber sehr, sehr gut. Ich lese euch mal vor, was die Kopfnote ist. Und zwar Zitronenöl, Pflaume und pinker Pfeffer. Kriege ich gar nicht, muss ich sagen. Die Herznote ist Neroliöl, Jasmin und weiße Pfingstrose. Das kriege ich eher direkt. Und in der Basis haben wir Zedernholz, Vanille und Moschus. Und die Vanille kriege ich auch. Und der Duft ist übrigens auch beschrieben als feminin floral. Okay, grundsätzlich ist diese ganze Kollektion wohl unisex, aber dieser Duft ist schon feminin floral. Ja, das finde ich auch. Aber das ist richtig, richtig schön. Der erste Duft, Montreux, der ist übrigens unisex und aromatisch. Ja, der ist auf jeden Fall floral und feminin. Wenn ihr auf sowas steht, ist es genau das Richtige. Meine Idee für diesen Duft war der beginnende Frühling in der Provence. Der Moment, wenn das kleine Dorf Grasse aus seinem Winterschlaf erwacht und sich zur blühenden Duftmetropole verwandelt. Ein Bouquet aus weißen Blüten gepaart mit dem Öl des Bitterorangenbaums und Akzenten von Zitronenöl und pinkem Pfeffer. Nicolas Beaulieu, das ist der Parfümeur. Richtig gut. Vor allen Dingen, es riecht auch nicht zu extrem. Manche Weißblüter riechen einfach boah, mir zu viel, ja? Aber ich glaube, durch den Pfeffer ist das so ein bisschen gedimmter und vor allen Dingen so, dass es sehr schön ausgewogen ist, dass es nicht in so eine brutal floral-süße, opulente Richtung geht, sondern dass es wirklich
ein bisschen zarter bleibt. Und das gefällt mir sehr gut. Also da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ich den trage. Also es wird nicht einfach, da einen Favoriten zu wählen, muss ich sagen. Wir machen einfach mal weiter mit Kuba, denn das habe ich hier braun gehalten. Wirkt direkt ein bisschen maskulin. Bin ich gespannt, ob es das auch ist. Hier muss man einmal ganz kurz einen kleinen Aufkleber lösen, damit man das aufbekommt. Und der Kuba-Duft, der soll maskulin, holzig und ledrig sein. Getrocknete kubanische Tabakblätter, Zedernholz und ledrige Raucharomen feiern ein Feuerwerk aus dunklen, holzigen und markant voluminösen Noten. Ein Schauspiel der besonderen Klasse, voller Kraft, Dynamik, gleichzeitig mit vielen überraschenden Momenten aus trockenkantiger Präsenz der Zeder und subtiler Sinnlichkeit durch erdige Nuancen von Vetiver und leichten Ledereffekten. Eine Dufterscheinung, mysteriös mit viel Tiefgang. Oh, das hört sich aber richtig gut an. Ganz klar männlich. Riecht man sofort. So diese holzigen Akzente einfach, ne? Und auch die Ledernote kommt direkt durch. Das ist jetzt natürlich Kopfnote. Wir warten mal ein bisschen ab. Also das würde ich zum Beispiel jetzt nicht tragen. Es wäre mir ganz klar zu männlich. Und zwar, Kopfnote ist Gewürznelkenblätter und Himbeere. Himbeere kriege ich überhaupt nicht. Herznote, Zedernholz und Veilchen. Zedernholz vielleicht, ja. Und die Basis ist Patchouli und Moschus. Ich kriege wirklich eine Ledernote, muss ich sagen. Und zwar eine, die ich jetzt für mich nicht so ansprechend finde. Also das ist jetzt nicht so ganz meine Richtung. Ich glaube, das ist auch nicht so ganz was, was für meinen Mann passen würde, weil es sehr herb ist, sehr maskulin, sehr in diese ledrige Richtung geht. Ich kriege auch wie so eine leichte Lakritznote. Irgendwie kommt das bei mir so ein bisschen rüber. Es ist interessant, aber es ist, glaube ich, nicht so ganz mein Ding. Auch nicht unbedingt das, was ich jetzt an meinem Mann riechen wollte. Das ist wirklich so eine Typsache. Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu herb irgendwie. Ich warte mal, vielleicht entwickelt der sich noch. Aber spannend, ne? Kuba, ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht so eine Rumnote drin ist oder sowas mit Vanille. Das hätte ja auch ganz anders in diese Richtung gehen können. Wäre wahrscheinlich eher so ein bisschen was für mich gewesen. Das ist nicht schlecht, aber haut mich nicht von den Socken. Dann haben wir hier noch zwei weitere stehen. Und zwar mache ich einfach mal den auf und schau mal, was hier drin ist. Hier haben wir einen roten Duft und das ist Oman. Okay, das könnte auch wieder sehr, sehr intensiv sein. Oman steht hier als unisex, orientalisch und würzig. Grundsätzlich mag ich solche Noten ja total. Also bin ich gespannt, was da drin ist. Kommt in Rot, finde ich, ist auch sehr, sehr passend. Oh, und das ist ja super interessant. Der kommt tatsächlich mal mit einem dunklen Parfum drin. Okay, alles andere war klar oder durchsichtig. Das ist jetzt tatsächlich dunkel, also da muss man mit den Klamotten natürlich ein bisschen aufpassen. Aber dafür habe ich ja Duftstreifen vorbereitet. Oh Mann. Oh, man sieht das auch auf dem Streifen drauf, dass es gelb ist. Also ihr müsst aufpassen, wenn ihr das auf eure Klamotten sprüht. Okay. Das ist richtig würzig. Es erinnert mich ein kleines bisschen vom Auftakt her direkt an Dior Addict. Das war einer meiner Lieblingsdüfte. Oh, das fand ich richtig geil und das geht so in diese Richtung. Merke ich sofort, finde ich richtig cool. Ich lese euch mal vor, wie er riechen soll. Balsamische, rauchige Harze entführen in mystische, orientalische Welten. Ein sinnliches Versteckspiel aus Magie und Zauberei bringen balsamisch ambrierte Noten von Olibanum, Myrrhe zum Tanzen. Ein Hauch von vanillig aromatisiertem Zeder und vibrierenden Gewürzakkorden von Safran und Pfeffer über Zimt und Koriander bereichern den orientalisch samtig geschmeidigen Dufttanz. Da ist Safran, pinker Pfeffer und Orange in der Kopfnote. Den pinken Pfeffer rieche ich hier sehr stark raus. Bei dem anderen habe ich das ja gar nicht gerochen. Hier riecht man den sehr stark. Man riecht eine pfeffrige Note, die aber super interessant ist. In der Herznote ist Geranie, Copaiba und Zistose drin. Und in der Basis Patchouli, Sandelholz, Benzoeharz und Zedernholz. Ich muss aber sagen, der ist nicht schlecht, aber der ist sehr aromatisch, sehr würzig. Und ich würde sagen, für viele Frauen wahrscheinlich auch ein bisschen heavy und tendiert eher mehr ins Maskuline, sagen wir es mal so. Also ich glaube, der wäre mir einen Tacken zu krass irgendwie. Man kann den tragen, aber ich würde den eher im Herbst tragen, wenn überhaupt. Und ich glaube, ich sehe ihn auch eher an einem Mann, muss ich ganz klar sagen. Da kommt nichts Süßliches, nichts Ausgleichendes für mich, für meinen Geschmack. Das ist mehr so sehr würzig. Und irgendwie bleibt der erste Eindruck, der bleibt. Also Arabian Nights, The Souks of Orient stand hier auch.
drauf. Also das ist schon nicht schlecht, das riecht auf jeden Fall wie Orient. Das muss man ganz klar sagen. Der Duftcharakter ist sehr, sehr gut getroffen. Es beamt einen wirklich direkt in den Orient. Und ich hatte Dior Addict auch getragen, wo ich in Dubai war. Das ist aber schon 20 Jahre her. Und ich fand, da passte das dann auch sehr, sehr gut hin. Und da wurde ich auch sehr oft auf den Duft angesprochen und geht so ein bisschen in die Richtung. Ich lasse den mal und widme mich dem letzten. Und das ist Costa Rica. Und das soll ein Unisex Floriental Holzig sein. Das könnte auf jeden Fall das Passende für mich sein. Wir machen den letzten auf. Der kommt in Grün, Costa Rica. Grün ist auch somit meine Lieblingsfarbe. Das sieht vielversprechend aus. Und auch die Beschreibung ist ziemlich interessant. Röstaromen der sonnendurchfluteten Kaffeebohnen aus den Plantagen Costa Ricas eröffnen mit einem Lächeln den Auftakt. Diese einhüllende Komposition strahlt wie eine morgendliche Umarmung sanft und voller Lebensfreude, Wärme und Lebendigkeit aus. Edle Gourmandnoten gepaart mit getrockneten Früchten, ummantelt von karamellisiertem Honig und sinnlich weichem Charakter, erzeugen ein Dufterlebnis, das Lust auf mehr macht. Also, da bin ich voll dabei. Hört sich mega an. Oh, das ist auch leicht grünlich. Kann das sein? Ja. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Gras ist der Duft auf jeden Fall innen drin auch leicht grünlich. Finde ich schon mal nicht schlecht irgendwie. Die gehen wirklich schwer ab, die Deckel, muss man sagen. Oh ja. Oh, ist das geil. Ach, ist das schön. Das ist auf den ersten Eindruck gleich richtig, richtig schön. Also ich sage euch mal, was ich wahrnehme. Ein Teil meiner Lieblingsduftnoten ist da auf jeden Fall drin. Also da ist was Warmes drin. Auf jeden Fall gourmandig, das kommt. So eine leichte Popcorn-Note. Dann kommt aber auch was Frisches. Wow, also dieser Duft, wow, der ist richtig geil. Ich glaube, den sprühe ich mir direkt mal in die Haare, wenn ich gleich noch rausgehe. Oh, oh, wenn man das, oh Gott, ist das gut. Wenn man das auf sich selber drauf sprüht. Wow, also das riecht hammer, hammer geil, muss ich echt sagen. Wow, das ist der absolute Kracher. Ich sag euch mal, was man hier riechen soll. Kaffeeakkord, Zitrone und Ingwer in der Kopfnote. Wo komme ich nicht so sehr? Aber wenn ich jetzt so rieche, doch, den Kaffee, den riecht man. Und der Kaffee riecht unglaublich lecker. Zitrone und Ingwer, doch, doch, könnte sein. In der Herznote Frangipani, Heliotrop und Jasmin. Hammermäßig. Und in der Basis Kaschmiran, Sandelholz und Vanille. Also das ist mein absoluter Lieblingsduft von allen. Kann ich sofort sagen, ist richtig gut. Meine Inspiration waren die exotischen Orte in Costa Rica, paradiesische Strände und die grünen, holzigen Noten der Plantagenwälder. Dabei steht das Aroma von geröstetem Kaffee im Fokus. El Grano de Oro, wie der Kaffee in Costa Rica genannt wird, ist sinnbildlich für dieses Land, dessen Kaffee sich die höchste Qualität auszeichnet. Gepaart mit warmen, holzigen Noten und dem opulenten Duft der Frangipani-Blüte ergibt sich ein unwiderstehlich sinnlicher Gourmand-Duft. Der absolute Kracher. Und die Frangipani, die liebe ich sowieso. Das war mein Hochzeitsstrauß auch mit Frangipani. Ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu diesen Blüten. Und es riecht auch traumhaft. Wow. Also dieser Duft ist absolut geil. Wenn ich euch einen empfehlen würde, wenn ihr auf Gourmand-Düfte steht, der Costa Rica ist es, genau. Ist der absolute Kracher. Und zweiter Duft, würde ich sagen, ist tatsächlich der Montreux für mich. Weil der sehr, sehr schön für tagsüber riecht. Der riecht einfach sehr angenehm. Ich rieche nochmal an dem Gras. Ja, der Gras gefällt mir auch sehr gut. Aber ich glaube, der Montreux, weil der so sanft und sauber und frisch ist und trotzdem blütig, gefällt mir fast noch ein bisschen besser als der Gras. Also die gefallen mir beide ganz gut, aber am besten gefällt mir wirklich der Costa Rica. Falls ihr auf Gourmands steht, eine Frau seid, ist Costa Rica toll. Ich weiß nicht, ob der auch für Männer geht. Ja, könnte auch für Männer gehen. Ich glaube, wenn ich den meinen Mann ansprühe, wird dem das auch gefallen. Also diese grüne Variante ist der Kracher. Montreux ist auch unisex, geht auch für einen Mann, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Gras ist eher so ein bisschen weiblicher, gefällt mir auch gut, würde ich auch tragen. Dieser orientalische ist mir ein bisschen zu doll und auch ein bisschen zu männlich. Und Kuba ist mir auf jeden Fall auch zu männlich, ist auch ein männlicher Duft. Oh, jetzt riecht er gar nicht schlecht. Wenn das ein bisschen angetrocknet ist, riecht dieser Kuba-Duft ziemlich gut. Oh, das ist interessant. Also bei dem Kuba nehme ich meine Bewertung zurück. Das riecht sehr gut. Allerdings muss man über diesen ersten Sprüher hinwegkommen. Ich weiß, wenn ich es meinem Mann aufsprühen würde, dass der sagen würde, oh, das gefällt mir nicht, ist mir zu ledrig. Aber in der Basis ist er sehr, sehr, sehr schön männlich, aber sexy männlich. Gefällt mir doch ganz gut, muss ich sagen. Ist jetzt nur die Frage, ob er es tragen würde. Ich probiere es mal aus. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht, diese Parfums zu testen. Ich sage vielen Dank an Les Destinations, dass ihr mir das zum Testen zur Verfügung gestellt habt. Wenn ihr jetzt Lust habt, mal solche Düfte zu probieren, schaut in die Infobox, da habe ich sie euch verlinkt. Wie gesagt, meine absolute Top-Empfehlung, wenn ihr ein Gourmand-Lover seid, holt euch den Costa Rica. Das ist eine außergewöhnlich gute Komposition aus Kaffeenoten, ein bisschen gourmandig süß, eine kleine
Popcorn-Note auch noch. Und auch Blüten, Frangipani. Riecht einfach traumhaft. Göttlich, wirklich. Richtig, richtig gut. Ich glaube auch, dass das ein Ganzjahresduft ist. Wenn es super heiß ist, könnte es ein bisschen too much sein. Da wäre vielleicht der Montreux ein bisschen besser, weil er so ein bisschen spritziger ist und ein bisschen mehr Leichtigkeit gibt. Oder auch der Grasduft, der könnte auch in so einen Hochsommer gut passen, weil er so richtig nach so Sommerblumenfeldern irgendwie duftet. Also ganz tolle Auswahl, wenn ihr euch einfach an einen anderen Ort beamen wollt, ist das, glaube ich, genau das Richtige. Und ob das jetzt Costa Rica ist oder eher danach riecht, einfach wie ich riechen möchte, nämlich irgendwie, ja, traumhaft einfach. Also ich weiß nicht, ob so Costa Rica riecht, aber wenn es so ist, dann muss ich da unbedingt hin. Absolut genial, super ausgewogen, tolle Noten, mein absoluter Favorit. So ihr Lieben, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich mache hier ansonsten ganz viele Beautybox-Unboxings, aber auch immer wieder mal Parfum-Videos. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier gibt es noch zwei meiner letzten Videos und hier könnt ihr mich abonnieren. Ciao!